Hallihallöchen, Freunde, und damit herzlich willkommen hier in meiner Garage. Ich hatte es ja schon, vielleicht halt es jetzt auch ein bisschen, ich hoffe mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich hatte es euch ja schon angekündigt. Heute kommt endlich mein Autovideo. Also hier schon mal ein schöner Überblick. Das hier ist mein Auto. Ich überlege gerade, wie ich es zusätzlich hier noch beleuchten könnte, aber es ist ziemlich schwierig hier in der Garage. Aber ich will jetzt auch nicht nach draußen gehen, weil erstens ist es arschkalt. Müsste ich mir jetzt extra eine Winterjacke für anziehen und zweitens denken dann meine Nachbarn wahrscheinlich, ich habe komplett den Verstand verloren, wenn ich hier so mit so einem Stiel in der Hand, aka der Kamera, ins Auto renne und euch das Ganze zeige. Ja, was habe ich für ein Auto? Das ist ein Skoda Fabia 3. Ich hatte auch davor schon mal einen Skoda Fabia 3. Jetzt fragt ihr euch, wie kann man so viel Geld haben und innerhalb von einem Jahr schon wieder das Auto wechseln? Nein, das Geld ist es nicht, sondern mir ist jemand ins Auto leider reingefahren. Deswegen musste ich zwangsweise mein Auto nochmal wechseln, aber die Rechnung ging Gott sei Dank gegen Null. Das bedeutet, eigentlich das gleiche Auto, nur in einer anderen Farbe. Also mir sind dadurch letztendlich keine Vor- und Nachteile entstanden. Genau. Was hat das Auto denn so für spezielle Merkmale? Also wie schon gesagt, Skoda Fabia 3 in der Nicht-Facelift-Variante. Das Auto hat 105 Pferdchen unter der Haube. Ich kann später auch gerne nochmal einen Kofferraum aufmachen, wenn ich dann mal drin war und diesen Hebel da gedrückt habe, dass der aufspringt. Und 1,4 Liter Turbo-Diesel-Gasolio. Das war italienisch, tut mir leid. Euro 6 natürlich, richtig umweltfreundlich das Ding. So, verbrauchstechnisch her liegen wir so, wenn ich in die nächstgrößere Stadt fahre, so ungefähr zwischen 5 und 6 Litern irgendwo so um den Dreh mit Stadtverkehr, dann schon eher Richtung 6 tendierend. Ja, also die kann man schon auch durchaus spritsparend, aber auch durchaus spritfressend fahren. Wie denke ich mal so ziemlich jedes Auto. Nicht wundern übrigens, warum ich mein Freibier for Future T-Shirt an habe. Es ist halt einfach ein stinknormaler Tag in der Quarantäne. Da hat man halt jetzt nicht so die krassesten Klamotten an. Und ja, aber ansonsten würde ich sagen, so im Groben habe ich eigentlich alles zu dem Auto gesagt, was jetzt erstmal so wichtig klingt. Ich sperre das Ganze mal auf, also ich habe hier so einen Schlüssel. Ist ganz normal, denke ich, dass man beim Auto einen Schlüssel hat. Wobei, die Tesla-Fahrer unter euch, die werden natürlich ihr Auto auch mit dem Smartphone entriegeln können. Und dann setzen wir es einfach mal rein. Kofferraum zeige ich später auch noch. Also so sieht das ganze Teil hier mal von innen aus. Also wir haben hier ein normales Lenkrad, Multifunktionslenkrad mit hier so Nupsis zum dran rumspielen. Dann hier einen Blinker, der, was mir jetzt gerade sagt, dass eben das Parklicht jetzt eingeschaltet ist, wenn ich... Wir haben außerdem Lichthupe, hat ja irgendwie jedes Auto. Wir haben auch hier einen Tempomaten mit drin, wo wir hier quasi setzen können. Hier unten haben wir die Mode-Taste, da können wir zwischen Geschwindigkeitsregelanlage, also dem Tempomat, und dem Geschwindigkeitsbegrenzer wechseln. Geschwindigkeitsbegrenzer, ich mache hier mal zu, damit es nicht so halt. Geschwindigkeitsbegrenzer ist quasi, dass du, wenn du kannst so viel aufs Gas drücken, wie du willst, und du hast den zum Beispiel auf, keine Ahnung, für jetzt Bundesstraße auf 110 eingestellt oder 120. Ich habe den Tempomat natürlich auf der Bundesstraße auf strikt 100 km/h eingestellt, den Geschwindigkeitslimiter auf strikt 100 km/h eingestellt. Und wenn ich jetzt, ich kann so viel aufs Gas drücken, wie ich will, er überschreitet die 100 km/h nicht. Es sei denn, ich mache direkt von nichts auf komplett durchtreten, zack, dann wird er quasi außer Kraft gesetzt, ist zum Überholen gedacht, dann fährt er trotzdem schneller als eingestellt. Genau, Rücksitzbank, Moment, ich versuche hier gerade mal das Licht anzumachen. Ah, oh, Michael Reitz, oh meine Güte, war schon alter Kerl hier mit 18. Genau, also hier hinten sehen wir die Rücksitzbank, also wie wir jetzt letztes Jahr in Urlaub gefahren sind, war es ja eigentlich die gleiche Rücksitzbank, aber halt noch im alten Auto. Da hat sich eigentlich keiner beschwert, dass zu wenig Platz war oder so. Dann hier halt ganz normal, da ist noch eine Mancherie-Packung drin, ja lol, das wusste ich gar nicht. Genau, also das hier Handschuhfach, halt ganz normal, dann hat man hier noch ein bisschen Platz, um Taschentücher abzulegen. Hier unten habe ich auch nochmal Taschentücher. Wisst ihr, das ist das ganze Auto voller Taschentücher, das klingt ziemlich falsch. Wir machen nochmal hier weiter, hier halt ganz normal für... Ihr wisst schon, Scheibenwischer. Und dann kommen wir hier zum Herzstück des ganzen dreckigen Autos. Stimmt, ich habe noch vergessen zu sagen, dass es ein Handschalter ist und dass wir hier 5 Gänge haben. Leiterhandschalter, mich pisst es einfach anzuschalten. Da hat jeder, glaube ich, seine eigene Meinung dazu, aber ich finde es einfach
unnötig, langweilig und aufwendig. Ständig da hier den linken Fuß bewegen muss auf diese K-Kupplung. Also ich fahre lieber Automatik, aber soll jedem selbst überlassen sein. Geschwindigkeitstest vor dem Auto können wir auch nochmal irgendwann machen. Das machen wir aber dann eher im Sommer und wenn die Corona-Ausgangssperren vorbei sind, dann können wir das Ding mal noch auf die Autobahn jagen und mal gucken, was denn da so geht, wenn ihr das gerne hättet. Stimmt mal oben in der Infokarte bitte darüber ab. So, infotainmentmäßig haben wir hier quasi hier ganz normal den Radio. Das starte ich jetzt mal und wir haben hier quasi ganz normal Radio, da wo wir uns hier durchklicken können. Wir können auch Medien abspielen. Wir können auch hier auf Telefon gehen, also es hat auch eine Freisprecheinrichtung mit drin. Bluetooth-mäßig muss man halt das einschalten, dafür muss halt quasi die Zündung laufen. Ich kann das mal ganz kurz demonstrieren. Stimmt, wir haben hier das Ganze, hier ist in der Style-Ausführung das ganze Auto. Wenn ich jetzt hier nämlich drauf drücke, dann startet der Motor. Und genau, jetzt haben wir hier die Klimaanlage oder beziehungsweise halt die Ding an. Und dann habe ich hier auch Zugriff aufs Phone und könnte hier zum Beispiel meine Freundin anrufen. Dann habe ich hier Setup, das ist aber, das sind einfach nur die Einstellungen. Car, da haben wir ein bisschen Übersicht drüber, über halt das Auto, diesen komischen Greenscore, Fahrzeugstatus. Und wir haben, was auch noch ganz geil ist, Android Auto. Ja, also wir können jetzt hier unten quasi über das USB-Kabel, danke Handy, können wir das Handy anschließen und dann haben wir ein Navigationsgerät über Android Auto sowie Zugriff auf die Spotify-Playlist. Ich mache das Auto wieder aus, weil wir wollen ja hier drin nicht vergast werden in der Garage. Ja, also ansonsten war es das eigentlich, dieser Bildbetrachter. Ich weiß nicht, was, wer sich sowas ausdenkt. Wofür brauche ich im Auto eine Funktion, um Bilder anzugucken? Wozu? Genau, ansonsten habt ihr es hier schon gerade gesehen. Klimaautomatik haben wir drin und hier oben auch einen Regensensor. Das hier ist nur vom Vorbesitzer drin. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwas mit Kirche oder so hat das zu tun. Oder mit dem Christentum, ich weiß es nicht genau. Ja genau, also Regensensor haben wir hier oben noch drin. Scheibenwischer macht automatisch Wisch-Wisch, wenn es regnet. Aber ich denke, das ist relativ klar. Ansonsten, was ist eigentlich vom Innen, von der Innenausstattung schon? Ich kann noch mal kurz nach vorne gehen, wenn ich mit dem Moped von meinem Vater, ach so stimmt, elektrische Fensterheber, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Das hat er auch vorne und hinten. Also der alte hatte nur, hatte hinten keine, da musste man kurbeln. Der hat es jetzt hier. Genau, also hier sieht man den Kofferraum, ist auch, also es reicht für ein paar Kästen Bier, sagen wir so. Und ja, ihr seht schon hier meine Nummernschildhalter. Sind personalisiert, I love Diesel, Hashtag Diesellauch, ja. Ich bin ein alter Diesel-Fan, weil ich auch der Meinung bin, dass man damit zumindest was Langstrecken angeht, nicht nur verbrauchstechnisch gut fährt, sondern auch geldtechnisch. Und ich glaube auch, dass man die Umwelt damit nicht gar so kaputt haut, wie wenn ich jetzt so einen Benziner-Monster-Truck fahre quasi. Also das glaube ich jetzt, glaube da sind wir ganz gut dabei soweit. Genau, hier unten sieht man nochmal ein Main-Augenmerk, das ist der sogenannte Notbremsassistent, den gab es beim grünen Auto auch schon, also beim alten Fabia, aber der hat mir tatsächlich, hat mich zweimal vor dem Unfall schon gerettet und jetzt sagt mir nicht, dass ich ein schlechter Autofahrer bin, aber trotzdem, das Ding ist absolut geil. Es gibt nichts Besseres wie einen Notbremsassistent. Gut, neulich ist mal ein Vogel vor mein Auto geflogen und das Auto wollte fast eine Notbremsung reinlegen, aber trotzdem. Ja. Ansonsten, was haben wir sonst noch an Features? Wir haben hier einen Eiskratzer im Tankdeckel. Geht raus. Doch, ich bringe den raus. Geil. Und das war es dann tatsächlich auch schon an Zubehör. Das ist tatsächlich nur der Eiskratzer. Ja, ich glaube, ich mache mal noch ganz fix den Motorraum auf. Dann könnt ihr da auch noch mal reinspitzen. Ich weiß, es ist nichts Besonderes. Ja, das kommt davon, wenn man nicht so oft in sein Auto reinkommt. Ich bin jetzt nicht so der geborene Automechaniker, muss ich sagen. Aber ich habe zwei gute Kumpels, die was Automechaniker sind. Deswegen brauche ich mir deswegen keine Gedanken machen. Schöne Grüße an die beiden Manus auf jeden Fall mal hier. Gehen wir hier mal raus, ne? Ja, genau. Ja, also so sieht das Ganze von innen aus. Also das ist nichts Besonderes. Wenn man das Skoda-Logo hier wegpult, glaube ich, soll den VW-Symbol drunter vorkommen, weil das Ganze ist ja letztendlich ein VW, so ein Fabia, so ein Skoda-Fabia. Genau. Von der Beleuchtung her ist übrigens nichts Besonderes. Das ist ein stinknormale
Heißt es Halogen? Ich glaube, es heißt Halogen. Ich bin so ein absolut schlechter Auto-Mensch. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so richtig gut mit Autos aus. Also ich glaube, es sind Halogenscheinwerfer, weil das ist das Standardding. Also Xenon ist es nicht und LED erst recht nicht. Deswegen vermute ich mal, dass es Halogen sein wird. Und ja, also letztendlich ist das hier dann eigentlich so mein Auto. Und ich glaube, ich habe jetzt auch nichts wirklich von der Feature-Liste vergessen, was irgendwie besonders wäre. Also eigentlich ist es das. Das war's. Das ist einfach mein Auto. Ich finde es zwar schade, dass ich euch den grünen nicht mehr vorstellen konnte damals, aber ich würde sagen, ich blende euch einfach mal ein Bild ein. Wenn ich die Bilder finde, blende ich euch ein Bild ein von der schönen Seite des grünen Autos und dann von dem grünen Auto mit der leichten Delle hier von der Gericht. Hier. Auf der Seite. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Kommt gut durch Corona durch. Mein einziges Sozialleben besteht inzwischen daraus, Familie zu sehen. Und ich war gestern mal einkaufen. War auch eine spannende Erfahrung. Wie man sich gleich wieder besser fühlt, wenn man drei Worte mit der Kassiererin spricht. Das ist unglaublich. Es ist echt schlimm, hier eingesperrt zu sein. Aber trotzdem, haltet weiterhin durch, meine Freunde. Und ja, Hashtag Stay at Home und alles. Und ja, ich verabschiede mich. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch gerne mein Auto bewerten, wenn ihr unbedingt meint. Aber da kriege ich ja eh nur Dislikes, weil ihr alle irgendwie Porsche fahrt und ich alles so gut mit Autos auskennt und ich so überhaupt nicht. Ja. Also ich verabschiede mich. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.